Willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal und wir spielen selbstverständlich wieder mit Moira ein wenig competitive zu, oh mein Gott, Support. Und sind gerade erstmal direkt fast gefickt worden. Ich habe gerade eben schon eine Runde aufgenommen, die lief echt Arsch. Ich habe auch Ana gespielt, weil die Gegner einen Hock hatten. Und meine Stats waren super unterirdisch. Das war gerade ein bisschen traumatisch. Aber mit Hock, mit Moira ist, glaube ich, wohl in dem Sinne auch nicht unbedingt besser gewesen, deswegen scheißegal. Oh mein Gott, ich bin am Auto hängen geblieben. Ficken, Digga. Fällt eigentlich so ein Exit-Button? Ich so? Ja, erstmal zwischen den Reifen vom Auto hängen bleiben, weil Overwatch lustige Hitboxen hat. Cool, Diggi. Lieben wir. Wenigstens hat mein Genji gerade den gegnerischen Tank abgemuxt. Das ist doch schon mal ganz nett. Da ist eine Heilkugel, bitte schön, macht was damit. Freut euch überleben oder so. Mein Reinhard stirbt gerade. Mach dein Schild hoch, Rudi, und ich heile dich, okay? Was ist ein Deal? Das ist ein Deal. Machen wir so. Ich habe keine Heilung mehr. Ich hasse mein Leben. Ich muss ganz dringend an zwei, drei Leuten ein bisschen was an Leben rauszacken. Oh, ja. Da kommt jetzt auch gleich direkt quasi mein Ult hinterher. Weil ich habe das Gefühl, der Reinhard bringt sich jetzt gleich auch direkt wieder um. Ah, kommt der. Schein bringt sich um oder so. Keine Ahnung. Okay, actually war die Ult ein bisschen wasted oder so. Aber egal. Die Ult war... Ich habe schon deutlich schlechtere Ults gemacht, sag ich mal so. Wow, ich bin rausgekommen aus der Sigma-Ult. Unglaublich, das habe ich, glaube ich, seit dem Overwatch 2 Moira Update mit Fate ist nichts mehr wert, nicht mehr geschafft. Wild. Dann lasst uns mal ein paar Leute töten. Aber ich habe gerade zwischendurch ein bisschen Frame-Ruckler, finde ich. Aber mein PC ist gerade auch irgendwie giga überfordert mit irgendwas gewesen. So im normalen Windows-UI haben einfach gerade Programme gelaggt, wenn ich so Sachen verschoben habe oder so. Richtig weird. Weil eigentlich habe ich einen ziemlich guten Computer so. Au. Da muss ganz dringend los. Ich bleib die ganze Zeit hängen an irgendeinem dummen Scheiß mit meinem Fate, ne? Hat eben am Auto zwischen den Reifen, jetzt an irgendeiner dummen Kante vom Dach. Ich wollte einfach nur um die Ecke rumfaden und bin da in irgendeiner dummen Ecke jetzt hängen geblieben. Hilfe. Ist doch Schmutz. Aber ich glaube, der Punkt ist halt auch lost. YLW? Was ist LW? Was zum Fick ist LW? Ich habe keine Ahnung, was LW ist. Wenn es jemand weiß, klärt mich bitte auf. Oh ja, da habe ich mich an der Ash schon mal ein wenig bereichern können. So healtechnisch. Oh mein Gott, mein Reiner kriegt schon wieder so auf die Fresse, ne? Diggi. Ja, hallo Moira. Wie geht es dir so? Hast du Spaß in deiner Ecke da vorne? Ich hoffe. Weil ich werde jetzt definitiv nicht zu dir gehen und mich auf den Uniform einlassen. Ich bin halt wirklich nicht in einem guten Shape mit Moira. Ich würde dieses Uniform halt locker verlieren einfach. Nein, nein, nicht hängen bleiben. Dankeschön. Na komm. Bevor mein Reiner da vorne drauf geht. Der geht halt sonst gleich wieder, ne, blöden. Was zum... Woran bleib ich denn hängen die ganze Zeit? Jetzt mal ernsthaft. Bei jedem Fade bin ich bis jetzt irgendwo stupid hängen geblieben. Oh mein Gott, Bart. Mach doch nicht diesen, Reinhard. Mach nicht diesen. Ja, RIP. Oh, Junge. Aber pushen die Gegner eigentlich gerade oder nicht? Ich denke schon, ne? Immer wieder halt aber auch wirklich gut, muss ich sagen. 5k ist fein. Die gegnerische Moira ist halt komplett auf dem Damage-Trip. Die hat halt fast so viel Damage wie Heilung gemacht. Ist aber fein, sag ich mal, ne? Ich meine, die Gegner haben insgesamt nicht viel weniger Heilung als wir. 2.000-3.000 vielleicht. Und solange man ins... im Team halt dann seine Elims und Kram halt durchbekommt und das gegnerische Team nachhaltig halt schwächen kann. Ist das ja... Holy fuck! Digga, die war ult anders crazy. Ah, ich hasse Bastion. War das ein Gnanuter Bastion? Bastard. So ein Bastard. Aber ich habe ja halt auch noch einen miesen Knockback von der Diva bekommen. Und ich war wirklich weit weg. Ich war um eine Ecke auch noch rum. Das ist crazy gewesen.
Weißt du nicht, was ich jetzt davon halten soll, dass die Gegner eine Diva spielen, aber mein Tank hat natürlich schon schnell adopted und sich dazu entschieden, eine Zarya auszupacken. Was eigentlich ein ganz netter Diva-Counter ist. Finde ich toll. Kann man gut mit leben. Das Problem ist halt, die Diva macht halt gerade legit gut Platz für ihr Team, ne? Ihr Team kann halt richtig gut schieben jetzt. Ja, ich muss ein bisschen bei der Zarya bleiben. Okay, die Nade von der anderen war relativ useless, das ist schön. Niemand halt aufhören, mein ich war die ganze Zeit anzugreifen. Würde ich halt wirklich appreciaten, so. Ah, mein Gott, Zarya, bitte lebe, bitte lebe, bitte lebe. Okay, ich glaube, Zarya lebt. Ich habe auch quasi meine Ult, das ist auch gut. Der Kree dürfte uns da vorne eigentlich nicht sehen können. Boah, ah, Digga, meine Ping-Spike zwischendurch, deswegen hänge ich immer fest. Meine Ping-Spike zwischendurch richtig hoch. Ich habe gerade eine 100er Ping gehabt. Das macht dann natürlich wiederum Sinn. Zarya? Was tun sie da? Also einfach mal eine Halbkugel um die Ecke schmeißen. Ne? Man will ja nichts riskieren. Den Payload hier aber so alleine zu lassen, war jetzt auch risky auf jeden Fall. Ich sollte. Das ist es wert. Okay, das ist down, der Affe. Wir müssen trotzdem ein bisschen auf den Payload aufpassen. Ich will nicht, dass sich gleich irgendwie eine Moira oder eine Sojourn irgendwie durchsneakt und dann ist das Ding plötzlich im Kasten, ne? Affenpick finde ich aber interessant. Ist gegen die Zarya natürlich an sich ganz gut, aber ich glaube, die hat halt auch actually ganz gut Charge. Und dann ist Affe halt wiederum nicht mehr so gut. Weil dann das Schild einfach nicht so OP ist. Weil Schild ist halt gegen Zarya mit ohne Leben. Mit ohne Charge im Prinzip sehr, sehr gut. Aber so halt nicht unbedingt. Oh, schöne Wall, schöne Wall. Der Nano tatsächlich eher ein bisschen ekelhaft ist gewesen. Oh mein Gott. Aua. Ja, den Reaver krieg ich doch nicht raus, bin ich ehrlich. May, ich glaube an dich. Hat jemand Ult? Ja, der Reaver hat Ult, cool. Wir müssten halt Daumen jetzt noch haben, ne? Und nicht erst. Pack doch jetzt nicht nur Widowmaker aus, Digi. Na gut, wenn er Aim hat und jetzt alle Leute wanted, ist halt OP. Weiß die Widow, da ist gerade nicht so ganz als OP ein Pick. Ja, Reaver und Tank machen das Ding. Reaver und Tank machen das Ding. Ich glaube an euch, Freunde. Ihr schafft das. Der Baum mit der Heilung. Der Baum des Lebens, keine Ahnung. Oh, die Ana hätte ich ganz gerne mit der Kugel. Okay, die Ana ist weggegangen. Aber nicht schlimm, weil dann kann sie keine Leute sehen und heilen. Das ist deutlich wie. Oh, wilder Shit. Holy. Ach mein Gott, jetzt ist der Affe wieder voll läuft. Wer hat das denn gemacht? Wer? Ich war in der Luft und ich war im Fade. Bitte verbietet diesem Affen, Affe zu sein. Aber starke Runde von beiden Teams. Das war ein super balanced Game. Okay, wir sind in der im Angriff. Mein Gott, da war ich ja schon wieder. Bastion hat sich da oben aufs Dach gestellt. Ich weiß nicht, was seine Mission war an der Stelle. Und die Mayor ist halt erstmal auch schon zugewollt. Finde ich auch toll. Ach, mach doch nicht diesen wirklich. Sei doch einfach nicht so. Aber der Angriff ist schön. Wenn wir jetzt vorne drin ist genau die Moira, glaube ich, noch. Die kriegen wir es aber auch gleich weg, falls sie nicht schon tot ist. Ich habe legit keine Ahnung. Lass doch meine Kiriko in Ruhe, du Dumme Affe, wirklich. Hä? Mach doch. Oh fuck, mein Tank ist down. Ich meine, okay, der gegnerische Affe ist auch down, so ist jetzt nicht. Nevermind, er ist doch nicht down. Ich dachte, der Affe ist down, aber der Affe ist nicht down. Ja, Genji, du lebst bitte. Und Credo lebt. Könnt ihr beide leben? Ist das machbar? So grundsätzlich? Ich habe quasi meine Ult, aber Affe hat auch Ult. Beziehungsweise. Ja, hat eine Ult bekommen von der Ana. Komm, die will ich jetzt haben, die will ich haben. Okay, Genji hat basically alle getötet. Wundervoll, wundervoll. Das ging schnell, das ist super. 5 Minuten vor dem Punkt. Nice. Das war ein richtig guter Angriff. Ja, ich muss mehr mit dem Lingering arbeiten, aber mittlerweile ist halt
die Heilung so wenig wert gefühlt, nur dass du brauchst halt Ewigkeiten, bis jemanden wieder voll geheilt hast. Ja, Moira, komm. Ich weiß, du hast eine Damage-Kugel, ich habe auch eine Damage-Kugel, unglaublich, dass wir beide eine Damage-Kugel haben. Muss man nur nicht benutzen. Das könnte auch cool sein. Okay, ich benutze die Damage-Kugel auch andauernd, das ist egal. Holy. Nö, ich bin nicht zu weit von meiner Kugel weggefadet. Tötet den offen. Nein, der Affe hat geultet. Fuck. Ich hoffe, die benutzen jetzt keine Ults. Ich glaube, das wäre ein bisschen unnötig tatsächlich. Ja, genau. Einfach Rückzug und Sterbi. Das müsste die bessere Alternative sein, denke ich. Oh, Junge. Oh, schön. Der Affe ist down. Hat sich quasi gelohnt. Ja, overall schon, denke ich. Wer ist Gladius? Ah, der Affe ist Gladius. Okay. Okay, vom Genji. Schönes Blade. Drei Leute getötet. Wundervoll. Der Genji hat es ja auch schon zwei, drei Teamfights echt gut gerissen, ne? Muss man sagen. Das ist ganz nice. Da ist eins Affe. Ja, gut, Soldier halt, ne? Hm. Ja, ich schmeiß mal Damage-Kugel rein. Ich brauche unbedingt Leben für meine Mates. Also seit man halt Heilung aus der Damage-Kugel raus, also halt eine Biotic Energy aus der Damage-Kugel rausbekommt, ist mir der Damage von der Damage-Kugel selber halt so egal geworden für die Ult, ne? Es geht mir mittlerweile hauptsächlich einfach nur noch darum, dass ich halt irgendwie... Bitch, Digga, du stirbst mir nicht weg. Es geht mir einfach mittlerweile dann eher darum wirklich, dass ich halt für meine Mates, Biotic Energy rausbekomme, damit ich die halt aktiv heilen kann. Wenn sich Leute immer gut dabei anstellen, möglichst viel Schaden zu bekommen oder so gefühlt. Ja. Oh mein. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Oh, ja, andere Leute in meinem Team auch. Sehe ich gerade. Wie hat die eine es geschafft, so lange zu überleben? Wild. Ah, gute Damage-Kugel. Die war super. Das war eine hervorragende Damage-Kugel, muss man sagen. Ich meine, wenn ich halt Damage machen will, dann kann ich halt auch einfach die ganze Zeit Restik halten. So ist halt dann auch hilfreich. Und ich mache auch gut Schaden. Aber ich mache auch deutlich mehr Heilung als die Moira, mit gar nicht mal so viel weniger Schaden als die Moira. Das finde ich ganz gut. Ja, hier, sorry, Heilkugel bitte. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich hoffe, die Kiriko kann gerade ein bisschen übernehmen. Da musste ich leider rausgehen. Auch wenn ich der Zarya gerne mit ihrer Ult geholfen hätte. Ist aber fein. Genji und Case haben da auf jeden Fall gut mitgeholfen. Ja, keine Ahnung. Mittelmäßig unnötige Ult ist gewesen irgendwie vom Affen. Aber ist gut, weil dann kann er gleich nicht contesten. Weil ich glaube... Okay, Action doch natürlich. Er kann noch mindestens 1-2 Ults bekommen. Vorausgesetzt, wir schieben das jetzt nicht rein. Je nachdem, ob wir das tun oder auch nicht. Scheiße. Kriegt er natürlich auch keine Ult mehr. Ja, nice, 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 nice. Schön, die Ult hat sich actually doch gelohnt. Ich dachte kurz, Ult richtig wasted gewesen. Egal, du stirbst mir nicht. Könnt ihr alle bitte nicht sterben? Ich bin sauer auf euch, wenn ihr stirbt. Och nö, jetzt ultet ich schon wieder. Der Affe geht halt immer kurz in unsere Backline, aber... stirbt dabei auch actually relativ häufig und das ist halt für uns eigentlich ganz gut. Die Gegner haben halt relativ wenig Tank am Start gerade. Nice, 2 Minuten 10 übrig, wundervoll. So, wir sollten uns jetzt ein wenig beeilen, weil von irgendeinem gleich seine Uber-Lieferung oder, weiß ich nicht, Auto, Essen, irgendwas da ist. Aber von meinem Verständnis her haben wir jetzt halt 2 Minuten zum Angreifen, Punkt einnehmen. Wenn wir es schaffen, haben wir gewonnen. Wenn nicht, ist unentschieden. Ich glaube, das ist im Prinzip... Also unentschieden ist jetzt, glaube ich, der Worst Case für uns. Ach komm, Anna. Muss das jetzt sein? Weiß ich ja nicht. Ich halte mal den Genji hier ein bisschen hoch. Der Bree ist sonst ein bisschen gefickt. Ja, nice.
Ja, ich glaube, das war nicht nur eine DPS-Diff. Ich glaube, das war auch eine Tank- und auch eine Support-Diff. Wenn ich mir das so anschaue. Und an die Supports denkt natürlich wieder keiner. Mann. Ja, nett, nett. Schöne Ult gewesen. Von der Zarya für die Widow.